Herzlich willkommen heute zum Thema Zuschuss für Investitionen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, für Finanzierung und für Geschäftsentwicklung. Und jedes Jahr kommen eine ganze Reihe Menschen von uns und wollen unter anderem Gelder, die sie nicht zurückzahlen müssen. Und diese nicht rückzahlbaren Gelder, die nennt man Zuschüsse oder verlorenes Darlehen. Nun, dieses Programm nennt sich abgekürzt GRW. Das bedeutet Gemeinschaftsaufgabe zur Förderung der regionalen Wirtschaft. Und die große Frage ist natürlich, wer kann dieses Förderprogramm beantragen? Nun, das Gute ist, dass nicht nur kleine und mittlere Unternehmen das beantragen können, sondern auch Gemeinden und Non-Profit-Organisationen. Was ist nun ein kleines Unternehmen? Was ist ein mittleres Unternehmen? Nun, ein kleines Unternehmen wird von diesem Förderprogramm geregelt durch ca. 50 Mitarbeiter und maximal 10 Millionen Euro Umsatz. Und mittlere Unternehmen, nun, da bist du schon bei 250 Mitarbeitern und maximal 50 Millionen Umsatz. Die große Frage, die du dir stellst, ist wahrscheinlich, was kannst du damit alles finanzieren? Nun, die gute Nachricht ist, alles, was echte Investitionen sind, also was du aktivieren kannst in deiner Bilanz, was du runterfallen lassen kannst auf dem Fuß und es tut weh, nun, das sind Investitionen. Und alles andere, zum Beispiel, wenn du deinen Markteintritt finanzieren willst, wenn du deine Personalkosten, deine Fixkosten vorfinanzieren willst, einfach nur Betriebsmittel haben willst, die kannst du darüber nicht investieren. Wie bei allen Fördermittelprogrammen in der EU gibt es eine Verschiebung. Das heißt, im Westen gibt es eher weniger Zuschüsse und im Osten von Deutschland oder von Europa gibt es eher mehr Zuschüsse. Das bedeutet, dass du gucken musst mit deinem Unternehmen nach dem Betriebssitz und der zugehörigen Postleitzahl, wo du ansässig bist und in welchem Fördermittelgebiet du bist. In der Regel gibt es eine Förderquote von bis zu 30%. Die gute Nachricht ist, dass dieses Geld ein echter Zuschuss ist, ein verlorenes Darlehen, du musst es nicht zurückbezahlen. Die schlechte Nachricht ist, nicht jeder in Deutschland kann das beantragen, denn gefördert werden nur die strukturschwachen Gebiete in Westdeutschland oder die neuen Bundesländer in Ostdeutschland. Und hier ist deine Aufgabe, dich mit deinem Fördermittelberater zusammenzusetzen und herauszufinden, kriegst du 10, 20 oder 30% oder vielleicht gar nichts. Wie ist nun der Ablauf, wenn du diese Zuschüsse haben möchtest? Nun, das erste ist natürlich, dass du einen Finanzplan aufstellst über mindestens 36 Monate, dir Gedanken machst, welche Investitionen du am Anfang hast, vielleicht noch welche vorlaufende Kosten du hast und dass du dann über deine Hausbank an die Investitionsbank herantrittst. Das heißt, der zuständige Ansprechpartner ist in der Regel die Investitionsbank in deinem Bundesland. In Berlin heißt die Investitionsbank Berlin, in Brandenburg Investitionsbank Land Brandenburg und auch du wirst in deinem Bundesland eine haben. Am besten ist dann, dass du dir auch schon Gedanken machst, diese 30% der Investitionen, dass du die auch vorfinanzieren kannst, vielleicht mit deiner Hausbank zwischenfinanzieren kannst, denn die Mittel, die werden erst erstattet, nachdem sie dann auch getätigt worden sind und du die Investition nachweisen kannst. Allerdings brauchst du vorher schon die Bewilligung von der Hausbank und auch von der Investitionsbank. Nun, die gute und die schlechte Nachricht vielleicht noch zum Schluss, denn nicht jede Branche, nicht jedes Handwerk, nicht jede Dienstleistung kann gefördert werden. Das bedeutet, dass in deinem Bundesland eine sogenannte Positiv- oder eine Negativliste erzeugt wird. Und da solltest du vorher, bevor du die ganze Arbeit der Antragstellung machst, nachschauen, ob du auf der Positivliste bist oder zumindest nicht der Negativliste. Zusammengefasst ist das also eines der wenigen Programme, die dir Zuschüsse geben für deine Gründung, für deine Investitionen oder einfach für deine Wachstumsvorhaben, die nicht an irgendwelche Life Science oder Tech Science Bedingungen und Innovationsvorhaben geknüpft sind. Es macht also Sinn, wenn du die Gesamtfinanzierung aufstellst, immer zu prüfen, ob du über dein Bundesland, über die Investitionsbank mit diesem Programm Zuschüsse behältst, denn das ist echtes Geld, was du zurückerhältst. Wenn du dazu Fragen hast, wenn du jetzt dich in der Phase der Antragstellung befindest und ganz gerne diese Mittel beantragen möchtest, nun, dann laden wir dich gerne ein zu einem kostenfreien Erstgespräch. Gerne aber kannst du auch diesen Kanal jetzt abonnieren und uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.